Eine der vielen Sehenswürdigkeiten hier auf Kos ist das Asklepion. Das ist eine Tempelanlage, die gleichzeitig auch der Heilung diente, man könnte sagen, ein Krankenhaus. Hier haben wir dazu eben diese Tempelanlage, die aus drei Teilen besteht. Hier vorne ist der Eingang, dann kann man hier in eine große Säulenwandelhalle, die dem Kurbetrieb vorbehalten war. Im Hintergrund dort sieht man die Therme, die mit dazugehörte. Und dann erstreckte sich auf die nächsten zwei Terrassen weitere Tempelanlagen. So, hier gibt es noch eine schöne Quelle zu bestaunen, die aber, glaube ich, nur im Frühjahr Wasser führt, denn jetzt ist sie vertrocknet. Aber wir haben sie auch schon mal fließen gesehen, aber da waren wir, wie gesagt, im Frühjahr da. Hier auf der zweiten Terrasse erwartet uns der Tempel von Asklepion. Das ist der dort. In der Mitte dieses Tempels ist eine Grube, wo wahrscheinlich der Altarschatz, also der Tempelschatz, aufbewahrt wurde. Denn jeder, der sich hier heilen lassen wollte, musste erstmal in Vorkasse treten. Meistens hat man es entweder nach erfolgter Heilung durch Geld getan oder ganz zu Anfang mit Tieropfern. Diese Tieropfer wurden hier im Altarraum von Asklepios verbrannt. Damit wurden dann ernährt die Priester, die Ärzte und sogar die Patienten. Und hier hinten haben wir den Tempel des Apollo. Ja, da wurde mal gebetet für die Gesundheit der hier Anwesenden. Und damit begeben wir uns jetzt auf die oberste Etage. Wir stehen jetzt 11 Meter über der mittleren Terrasse, auf der obersten Terrasse. Und hier befand sich der prächtigste Asklepion-Tempel der ganzen heiligen Anlage. Hier ist es wunderbar rekonstruiert, hier vorne war dieser Haupttempel gewesen und hier waren natürlich auch die ganzen Priester und Ärzte und so untergebracht. Ja, davon ist noch das übrig. Aber man darf auch nicht vergessen, das ist jetzt über 2200 Jahre alt. Die Patienten wurden höchstwahrscheinlich unter Drogen gesetzt, kamen dann in Schlafhallen, wo sie mit dem Gott sprechen sollten, also auf eingebende Träume gewartet haben und haben die dann dem Priester erzählt und die haben die Behandlungsmethode danach ausgerichtet, natürlich auch schon mit den Heilkräutern der damaligen Zeit. Und alleine schon der Glaube versetzt natürlich auch Berge und oftmals war das dann schon Heilung genug. Stimmt's? Ja. Asklepion war übrigens ein Halbgott und dem war diese ganze Anlage hier geweiht. Ich glaube, der Gott der Heilkunst. Naja. Mit diesen Bildern von der Therme verabschieden wir uns jetzt aus Asklepion. 8 € hat der Eintritt gekostet. Das ist das erste Mal, dass wir hier auf Kos für eine Antiquitäten-Ausgrabungsstätte überhaupt Eintritt zahlen mussten. Tut dir nicht weh, tut dir nicht weh.